So, herrlich viel Kohle hier. Ja, und wenn wir das hier schön so in Etagen, in Etappen runter sicher machen, die Schlucht, dann können wir nämlich auch da unten die Lava entweder rausnehmen, auffüllen oder was auch immer. Und wenn da mal keine Dias drin sind für eine schöne Dia-Show. Ich fand das ja so niedlich, als der Kommentator mir da neulich schrieb. Also als er es für nötig befand, mir doch tatsächlich zu erklären, ab welchem Level Diamanten kommen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich immer noch so den Eindruck mache, ich würde seit gestern Minecraft spielen. Ja, mit fast 500 Folgen auf jeden Fall, klar. Warum redest du dann so, als wüsstest du nicht, wo... Ja. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass ich unbedingt ab Folge ab Höhe 20 Diamanten erwarte. Und außerdem sollte man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Meint er nicht? So. Also ich meine das. Boah, also hier klönkert es ganz ordentlich. Ja, und da sind wir schon am Ende der ganzen Sache. Also ich glaube, diese Etage der Ravine können wir ganz gut absichern. So, also wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde, also etwas mehr als eine halbe Stunde seit der Pause. Dann würde ich sagen, machen wir noch ungefähr eine Stunde. Ach ja, wollte ich euch auch sagen. Es wäre heute tatsächlich möglich, dass ich noch eine zweite Lage Getränke mache, also noch einen Kaffee, noch eine Kanne Tee und dann dementsprechend lange spiele. Grund ist unter anderem, dass ich den Kaffee schon vorgemahlen habe für eine zweite Kanne. Morgen wäre der dann irgendwie halbwegs schal. Ich mag es nicht, Kaffeepulver in meiner Mühle stehen zu lassen über Stunden hinweg. Also so bis zum nächsten Morgen. Ja, nee, und ich müsste dann nicht mitten in der Nacht hier die Kaffeemühle anschmeißen und die Nachbarn aus dem Bett klingeln. Also insofern wäre das schon mal ganz vorteilhaft. Ich hätte auch die Gaste-Getränke am Start. Wenn wir ein großes Rübsorama veranstalten wollen, dann wäre das auch möglich. So, aber ihr seht, guck mal, haben wir die halbe Ravine hier umrundet. Und vielleicht treffen wir ja irgendwo auf einen Höhlenabzweiger, der nach unten geht, auf die nächste Ebene, irgendwie so, würde sagen, sechs Blöcke nach unten, 6 bis 8 Blöcke. Ansonsten graben wir uns einen Abstieg. Ja, würde ich mal so sagen. Mach das hier nochmal ein bisschen breiter, Kollege, das sieht gefährlich aus. Mal wieder mit der Maus ausgerutscht irgendwie. Nee, also fand ich echt niedlich, als der Kommentator da meinte, mir ausführlich erklären zu müssen, ab wie viel Blöcken ich mit Diamanten rechnen kann. Manche Leute, ich. Ja, vielleicht war es ja auch nett gemeint, wer weiß. Aber nett gemeint ist nicht immer gut. Ja. Und wenn ich Hilfe brauche, liebe Freunde, dann sag ich das schon. Also. Ich sag ja oft genug so, schreibt mal in die Kommentare, wie ist denn das? Und dann bin ich tatsächlich für jeden Rat vollständig dankbar. Es gab auch schon ungefragte Ratschläge, wo ich sehr, sehr dankbar war. Aber es ist eher selten. Also in den meisten Shows weiß ich schon so irgendwie, aber es ist halt auch nicht immer präsent, ne? Und da hat ja auch schon der Gronkh viel drüber gesagt, jetzt muss ich ihn mal wieder nennen, der hat ja auch schon viel darüber gesagt, über das sogenannte Backseat Gaming. Natürlich ist es für dich, der du da zuschaust, um einiges einfacher, du siehst das Eisen, das ich übersehe, und du siehst den Creeper vielleicht, den ich nicht sehe. Für dich ist es leichter, denn ich muss hier mehr Dinge achten, als einfach nur auf das, was auf dem Bildschirm passiert, sondern ich muss
darauf achten, was ich sage, dass ich nicht zu viel Quatsch erzähle, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rede. Ich muss dafür sorgen, dass ein ständiger Redefluss mehr oder weniger bleibt, weil ich habe das auch, dass ich merke, wenn Leute halt, wenn da Commentary ist und der bleibt dann eine gewisse Weile aus und das ist nicht gerade hochspannend, dass ich dann irgendwie so ein bisschen halbwegs wegnicke und keinen Bock mehr habe und vielleicht auch instinktiv das nächste Mal das Video von diesem Let's Player nicht anklicke. Weil es gibt ja so viele, ne? Also das Angebot ist riesig. Darüber sollte man sich klar sein als Let's Player, dass man heutzutage mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb hat. Also ich rede lieber von Wettbewerb als von Konkurrenz, weil Konkurrenz hört sich so böse an, aber man hat mehr Wettbewerb als jemals zuvor. Jeder Schrunzkopf denkt heutzutage, er kann Let's Player sein. Auch wenn er keine Stimme hat, auch wenn er nichts zu erzählen hat, außer ja, ich grab jetzt hier mal den Stein weg und so weiter und so fort. Wir alle kennen, glaube ich, diese besondere Sorte von in Anführungsstrichen Let's Playern, wo du einfach nur denkst, ja, ich weiß, dass du jetzt gerade da Kohle gräbst, das musst du nicht erzählen. Erzähl doch mal was anderes, mach doch mal einen Witz. So, oh, Eisen, guck mal. So, jetzt grabe ich mal hier dieses Eisen weg. Das kann man ja auch mal machen. Hier ist viel Info in diesem Satz. Ja. Nein, ich mache mich über niemanden lustig hier. Nur so ein bisschen vielleicht. So, da haben wir doch gar nicht so viele Fackeln gemacht. So, da unten, das sieht wirklich krass aus. Und wenn in diesem Lavasee nicht mindestens 10 Diamanten drin sind. Ja. Ja, und ich weiß auch natürlich, das habe ich doch vor hunderten von Folgen schon erzählt, dass ich zum Beispiel Lavaseen deswegen auffülle, also Schluchten auffülle. Manche sagen so, warum machst du die schöne Lava weg? Die leuchtet doch so gut und hält die Monster fern. Dazu kann ich nur sagen, dass ich halt weiß, dass am Boden von Lavaseen, wenn man sie auffüllt, wenn man sie abbaggert, mit meiner Graveltechnik oder Sandtechnik, dass da oftmals ja, massive Schätze warten, wo man einfach nur noch denkt, hui, soll man nicht, weil es ist unanständig. Luca, das war nicht so süß, dass du gesagt hast, so von wegen, du weißt nicht, welches böse Wort, also welche böse Bedeutung oder unanständige Bedeutung hui auf Polnisch hat. Ja, ich habe es jetzt inzwischen von mehreren Seiten bestätigt bekommen. Hui, wie es geschrieben wird mit J am Ende, C-H-U-J heißt Schwanz. Und ist wohl die derbste Ausdrucksweise, wie man halt ein gewisses Organ beschreiben kann, das diesen Namen umgangssprachlich trägt. Mehr muss ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und ich habe mich echt, lieber Luca, ich habe mich echt gefragt, ob ich es dir erklären soll, gerade wegen deines Alters. Man will ja hier niemanden verderben, ne? Ist doch schön, wenn sowas nicht unbedingt bekannt ist. So. Diese Kohle da oder dieser Gravel könnte A, unser Tod sein, B, unser Freund sein, C, vielleicht die Möglichkeit bieten, dann den Weg nach unten geordnet anzutreten. Der Schacht sieht geil aus, finde ich. Wollen wir einen Screenshot machen? Ja, kann man ja mal, ne? Spricht ja nichts gegen, sollte ich viel öfter machen. Minecraft sollte einen in gewissen Abständen darauf hinweisen, du hast schon seit Ewigkeiten keinen Screenshot gemacht. Gibt es dafür eine Mod? Das ist jetzt scherzhaft gewesen. Bitte nicht antworten. Es gibt sicherlich eine Mod dafür. Es gibt Mods für alles.
Nur keine Cannabis-Mod mehr, so viel ich weiß. Also früher, also zu Zeiten von Gronkhs Let's Plays, also seiner ersten Let's Plays, da weiß ich noch, da gab es massenhaft Cannabis-Mods, wo man halt Cannabis anbauen konnte. Und irgendwann sind die alle verschwunden. Da hat wohl Mojang irgendwie dazwischen gehauen und gesagt so, Drogen sind böse. Und dann, war es das mit den Dingern. Ja. Dafür habe ich neulich eine Mod gefunden, wo man ein Meth-Labor haben kann in Minecraft. Ob das jetzt besser ist? Nein, ist es nicht. So. Ja, und leider habe ich es nicht geschafft, das Tubenwurst-Album zu meinem Geburtstag fertig zu kriegen. Ach ja, es haut so vieles dazwischen irgendwie. Ich hoffe, das Album kommt irgendwann mal. Ah, das ist hier ziemlich eine Abzweigung. Nee, ist es nicht. Okay. Okay. Ja. Also wir machen jetzt hier noch dreiviertel Stunde oder so. Dann ist es wieder Zeit für die nächste Pause. Wenn ich so weiter in dem Tempo meinen Tee nicht trinke, dann werde ich noch so viel Tee haben, dass es sich nicht lohnt, eine Pause zu machen. Und auch das Gebläse wird dann nicht voll sein, wenn du verstehst, was ich meine. Und insofern wird kein Grund für eine Pause bestehen. Aber ich möchte hier eigentlich so in einer Dreiviertelstunde mit diesem Quatsch hier erstmal aufhören. Mich dann vielleicht mal an das Schiffswrack machen. Und irgendwann hier in der Nähe ein Netherportal aufbauen. Aus Gründen. Ich hab solche Angst. Wenn ich da unten die Madame Lava sehe, weiß ich warum. Lieber die Kohle als ich. Es macht Spaß, an sowas rumzuhüpfen, glaubt ihr das? So. Ja, und auch wegen solcher Sachen wie halt im Album und so weiter, frage ich mich halt wirklich, ob das mit dem Let's Play. Es scheint ja bei anderen besser zu laufen, also. Ich will mich ja nicht zu hoch loben, aber es gibt wirklich schlechtere Let's Player als mich. Und die haben teilweise einen Abonnentenschatz, wo ich mich ganz einfach frage, wie geht das, ne? Also, so richtige Schrei-Kiddies, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, nichts gegen Kiddies. Ihr seht ja, ich habe meine jüngsten Zuschauer ganz doll gerne. Also nichts wegen dem Alter, aber ich finde wirklich, also so diese sinnlos schreienden Leute, ne? Das guckt man sich doch nicht gerne an. Und alles total hektisch geschnitten und so und ja, dann auch diese ganzen Langweiler mit irgendwie keinen Storys, die sie erzählen können. Und da frage ich mich dann tatsächlich manchmal, warum hat der Kerl jetzt irgendwie so und so viel 100.000 Abonnenten? Was mich übrigens auch wundert, das ist, warum hat Gronkh eigentlich so abnorm viele Abonnenten im Vergleich zu seiner früheren oder vielleicht auch jetzigen Crew? Also nehmen wir nur mal Pandoria, ne? Also Pandorias, ich glaube, Pandoria hat irgendwas um 500.000 Abonnenten. Und er damit. Hat er jetzt? Das war, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es knapp 5 Millionen. Das ist abnorm viel. Ich begreife es nicht. Ich frage ja nur. So, hier haue ich auch nochmal eine Tür rein. Geht das? Nee, leider nicht. Da müssen wir wohl nochmal nach oben und Glas holen. Nee, also so die Abonnentenverteilung und so die Fame-Verteilung auf YouTube, sie ist mir eine Brezel. Also,
Ich will nicht sagen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Nee, ist ganz und gar nicht meine Villa, das zu sagen, aber auf der anderen Seite, wie geht das, ne? So. Ja, was mir natürlich klar ist, das ist also inzwischen, das ist Uncut Let's Play, wie ich es mache, langweilt viele Leute. Viele Leute meinen halt so irgendwie, es müsste immer alles ganz schnell gehen. Die wollen nicht alles sehen, die wollen halt Very Best Of sehen, auch wenn sie dabei meistens grandios verarscht werden, weil ganz einfach, ja, wo geschnitten wird, das muss ich immer wieder betonen, wo geschnitten wird, ist sehr viel Platz für Kundenverarsche, also für Zuschauerverarsche. Denn alles, was geschnitten wird, und ich sag mal, selbst ungeschnittene Let's Plays, ich hab da ganz findige Leute gefunden, die Schnitte so absolut perfekt platzieren, da bleibt die Spucke weg. Da denkst du einfach nur, hä, was, wie geht das? So, fuck, das wird krass jetzt hier. So, wir müssen immer ein bisschen was loswerden von dem Quatsch hier. Ja, hier den Eisenkram, den können wir hier schon mal wieder reinpacken. 14 Eisen. Nee, es gibt schon wirklich, ich sag's mal so krass, beschiss Künstler, wo du dich wirklich, wo du wirklich sagst, also ist zwar beschiss, aber Hut ab, ne? Hut ab vor diesem grandiosen Beschiss. Weil es ganz einfach gut gemacht ist. Aber so generell kann ich nur sagen, du brauchst für einen durchschnittlichen Beschiss am Kunden nicht viel Kunst. Und die meisten wollen es ja auch gar nicht wissen. Seien wir mal ganz ehrlich, die meisten gucken da gar nicht, ob sie beschissen werden. Wahrscheinlich, weil es dazugehört. So, lass das Gequatsche, Kollege. Quatsch über was anderes, was weniger an Sprengpotenzial. So, wir haben wieder Glas. Und ja, früher Nachmittag fängt den Wurm. Was? Auf geht's. Da kann ja gar nichts passieren. Richtig nicht so auf, Kollegen. So. Vervollständigen wir das hier mal noch kurz. Ah, ich hau hier erstmal so einen rein. So. Ja, das ist nicht ungefährlich hier. Naja. Aber so gefährlich ist es nun auch nicht. Deswegen hab dich mal nicht so. Alter Honk. Ach ja, und ich wollte auch mal das Angebot machen, wenn Interesse daran besteht, dass ich ganz einfach mal vorzeige, wie man als boshafter Let's Player sein Publikum veräppeln kann. Einfach mal Bescheid sagen, dann mache ich mal eine Special-Serie. Ich kann ja so eine Serie machen, so wer findet den Beschiss auf gut Deutsch so? So, denn Masan wieder hier in unserem Revier. Jetzt habe ich die ganzen Taschen voller Glas. Und das macht Spaß. Ja, vielleicht. Ich bin jetzt am Überlegen, wie wir das hier machen. Ich fülle hier mal wieder auf. Ich mag das zwar sonst normalerweise nicht so, aber
mal wollen, mal nicht päpstlicher sein als der Papst, wie ich immer sage. So.